Tobias will wissen, was ist Läutern? Ich bin Roland und das ist eine Minute Bier. Am Ende des Maischens wird die verzuckerte Maische in den Läuterbottich gepumpt. Der Läuterbottich ist ein großes, flaches Gefäß, das mit einem Siebboden ausgestattet ist. Auf diesen Siebboden setzen sich die Spelzen, das sind die festen Kornbestandteile, ab und bilden eine natürliche Filterschicht. Durch diese Filterschicht läuft die extraktreiche Flüssigkeit, die Vorderwürze, ab und klärt sich dabei. Um den Kuchen, den Filterkuchen, durchlässig zu halten, ist der Läuterbottich mit einer Aufhackvorrichtung ausgestattet, die sich langsam im Kreis dreht. In der Filterschicht ist noch viel Zucker enthalten. Dieser wird mit warmem Brauwasser, den Nachgüssen, ausgewaschen, um den letzten Rest an Extrakt auch noch zu gewinnen. Zurück bleiben die ausgelaugten Treber, die als wertvolles Futtermittel in die Landwirtschaft gehen. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.